Ja, hallo und willkommen zu dem neuen Video. Was heißt neues Video? Ich habe ja schon mal vor kurzem ein Video gemacht über den Führerschein, was das betrifft, hier in Ungarn. Ich muss da leider etwas korrigieren. Es war nicht 100% korrekt, was ich da gesagt habe. Es war zwar nicht alles falsch, aber es fehlen einige Angaben. Deswegen wollen wir es jetzt mal 100% richtig machen dann. Es gibt ja die, wie ich schon auch bei selber gesagt habe, die deutsche Botschaft, und dort kann man alles wunderbar nachlesen dann. Also gehen wir das Formular mal von der Botschaft durch, und natürlich werde ich es euch unten auch in der Beschreibung mit verlinken. Wie ihr ja hier seht auf diesem Merkblatt, also es ist von der deutschen Botschaft mit Stand Januar 2020, mit Merkblatt zum Führerschein in Ungarn. Ihr seht also selber, dass die Botschaft auch sämtliche Angaben beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Botschaft zum Zeitpunkt der Abfassung. Trotz aller Sorgfalt kann für Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Also die sichern sich auch ab. So, unter Punkt 1 sehen wir jetzt spezielle Hinweise für Ungarn. Wie gesagt, ich lese euch kurz mit vor hier, aber den Link setze ich unten mit rein, damit ihr es in Ruhe nochmal selber nachlesen könnt. Also, für unbegrenzt in Deutschland ausgestellte Führerscheine gilt in Ungarn eine lediglich auf 10 Jahre begrenzte Gültigkeit der Fahrerlaubnis. In Ungarn geschieht der Tausch von in anderen Mitgliedsländern des europäischen Wirtschaftsraums herausgegebenen Führerscheinen im Einklang mit der Regel der EU-Richtlinie und so weiter über die Führerscheine und der ungarischen Regierungsverordnung Nummer 326 aus 2011 über die Verwaltungsaufgaben im Straßenverkehr und die Herausgabe und den Einzug von Verkehrsdokumenten. Danach ist ein in anderen Ländern der EU ausgestellter Führerschein umzutauschen. Wenn darauf keine Gültigkeitsdauer verzeichnet ist, in diesem Fall muss also 2 Jahre nach Beginn des ständigen Aufenthalts in Ungarn der ausländische Führerschein in einen ungarischen eingetauscht werden. Dies hat bei der ungarischen Behörde zu erfolgen. Der in Deutschland ausgestellte Führerschein wird von den ungarischen Behörden einbehalten, um den zuständigen deutschen Behörden mit dem Hinweis auf Ausstellung eines neuen EU-Führerscheins zugesandt. Sie können also nicht parallel einen deutschen und einen ungarischen Führerschein besitzen. Sofern auf dem in einem EU-Land ausgestellten Führerschein eine Gültigkeitsdauer verzeichnet ist, berechtigt dieser innerhalb der Gültigkeitsdauer zum Führen eines Fahrzeuges innerhalb Ungarns. Das Dokument muss folglich nicht gegen einen ungarischen umgetauscht werden. Erst nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer ist der Führerschein umzutauschen. Zuständig ist die ungarische Straßenbehörde am aktuellen ungarischen Wohnsitz. Bei Antragstellung einer Umschreibung des Führerscheins sind folgende Unterlagen bei der entsprechenden ungarischen Behörde Komeniablak vorzulegen. Für deutsche Staatsbürger müssen bei Antragstellung folgende Dokumente vorgelegt werden: Personalausweis oder Reisepass, ungarische Wohnsitzkarte, Aufenthaltserlaubnis, Registrierungsausweis für EWR-Bürger als Nachweis des ständigen Aufenthalts und Führerschein, beziehungsweise gegebenenfalls noch folgende Dokumente: Polizeiprotokoll bei Verlust oder Diebstahl, bei Ablauf der betriebsärztlichen Attests. Ungarische Behörden verlangen oft in den Fällen, in denen der deutsche Führerschein im Ausland verloren wurde, einen Nachweis über den Umfang der bisherigen deutschen Fahrerlaubnis. Diesen Nachweis kann man bei der Fahrerlaubnisbehörde in Deutschland, die den verloren gegangenen Führerschein ausgestellt hat, beantragen. Sofern Sie noch eine Kopie Ihres verlorenen Führerscheins besitzen, sollte diese mit vorlegen. Die Führerscheinstelle erstellt dann eine Bescheinigung über Ihre Führerscheindaten und stellt Ihnen eine beglaubigte
Karteikartenabschnitt zu Ihren Führerscheindaten zur Verfügung. Die Gebühren belaufen sich normalerweise auf 4.000 Forint, wenn der Führerschein nur für ein Jahr oder kürzer ausgestellt wird, betragen die Gebühren 1.500 Forint. Die Gebühren können folgenderweise bezahlt werden, vorab durch Überweisung, vor Ort bei der Komerni Ablack, sofern eine Möglichkeit besteht, elektronische Zahlung, Bank- oder Kreditkarte, bei der Zahlstelle Kasse. Die Bearbeitung dauert in der Regel 8 Tage, in bestimmten Fällen bis zu 21 Tagen. Auf Ungerecht sind alle Informationen unter folgenden Link einlesbar. So, dann machen wir noch den Punkt 2 dazu, und zwar geht es die Entziehung der Fahrerlaubnis und die Einziehung des Führerscheins in Ungarn. Zu beachten ist, dass alleine deutsche Behörden die Fahrerlaubnis entziehen und den Führerschein einziehen können. Im Ausland kann der Führerschein lediglich in Verwahrung genommen werden. Für eine solche Verwahrung muss das Vergehen hinreichend nachweisbar sein. In diesem Fall wird dann ein Fahrverbot für das jeweilige Land ausgesprochen. Der Führerschein im Ausland aber nicht dauerhaft einbehalten. Allerdings stellt das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis sowie ohne Führerschein in vielen EU-Ländern sowie in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit dar und hat ein Bußgeld zur Folge. Für das bloße Nicht-Dabei-Haben des Führerscheins wird in Ungarn nach § 54 Absatz 2 des ungarischen Ordnungswidrigkeitsgesetzes zumeist an Ort und Stelle eine Geldbuße zwischen 3.000 und 20.000 Forint verhängt. Alternativ kann auch im schriftlichen Verfahren eine Geldbuße in Höhe von bis zu 30.000 Forint verhängt werden. Gelangt den ungarischen Behörden zur Kenntnis, dass im Ausland während der Fahrt ein Fahrverbot bestanden hat, kann eine Geldbuße von bis zu 150.000 Forint festgesetzt werden. Es empfiehlt sich daher in Ungarn in jedem Fall, die Geldbuße wegen Nichtmitführung des Führerscheins an Ort und Stelle zu begleichen. Laut mehreren Urteilen der EUGH Rechtssachen C329 aus 6 und C343 aus 6 sowie C334 aus 6 und C336 aus 6 sei eine Ersatzbeschaffung nach dem Entzug der Fahrerlaubnis und der Einzug des Führerscheins in europäischen Ausland nur unter strengen Voraussetzungen zulässig. Andere EU-Staaten dürfen den Kandidaten nur dann eine neue Fahrerlaubnis ausstellen, wenn diese im Land lebten und ihre Sperrfrist abgelaufen sei, urteilten die obersten EU-Richter in Luxemburg. So wird zum Beispiel auch eine Umgehung der in Deutschland erforderlichen medizinischen, psychologischen Untersuchungen, die sogenannte MPU, unterbunden. So, ich denke mal, das war jetzt ziemlich aufwendig, aber was heißt aufwendig, aber umfangreich. Aber ihr könnt dies alles nachlesen dann. Es geht natürlich noch viel weiter, das möchte ich jetzt nicht alles vorlesen. Wie gesagt, ich packt den Link unten in die Beschreibung mit rein. Ihr dürft euch das dann gerne in Ruhe durchlesen und hoffe, dass damit sämtliche Ungereimtheiten und alles andere damit beseitigt sind und jeder jetzt nachlesen kann und nachschauen kann in Bezug auf Führerschein in Ungarn. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und weiterhin ein schönes und gesundes Leben in Ungarn. Ciao!